Who is this strange girl? Surely she could not have survived alone in this hellhole. Gabriel follows her deep into the depths of the city. I wonder where she is leading him. It is strange. I hear no words, and yet it seems Gabriel is communicating with her in some way. Something tells me she has a part to play in all of this. Also es ist doch nicht Mary, wie ich eigentlich dachte. Aber sie sieht ihr ziemlich ähnlich, kann das sein? Ach nee, Mary war ja auch gar nicht blond, sondern schwarzhaarig, glaube ich, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ganz ehrlich. Aber sie sieht ihr schon irgendwie ein bisschen ähnlich. Schauen wir doch einfach mal. So. Wieder eine fröhliche Kletterpartie nach unten. Nachdem du an der einen Stelle so einen unglaublich tiefen Sturz überlebt hast, würde ich doch meinen, eigentlich solltest du auch hier es überlegen, wenn du einfach runterstürzt, oder? Aber natürlich müssen wir es wieder auf dem vernünftigen Wege machen. Glücklicherweise funktioniert es ja auch immer. Das dachte ich mir schon immer, als ich Prince of Persia gespielt habe. Halt. So wollte ich das. Dass es doch glücklicherweise immer wieder genau funktioniert, dass irgendwo was ist, wo man sich dran festhalten kann, wenn man den Sprung zumindest schafft. Warum kriege ich den denn nicht hin gerade? Wo ist denn das Problem? Irgendwie springt er nicht weit genug. Wie soll ich denn da hinkommen? Gabriel, verarschst du mich gerade? Er springt nicht weit genug. Spring nicht nach unten, ob du nicht weißt, ob das ungefährlich ist. Ihr seid geil. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt hätte machen sollen, ganz ehrlich. Schön, dass es an der Stelle auch gleich den Checkpoint gesetzt hat. Jetzt schafft es. Willst du mich eigentlich trollen oder was genau war das jetzt? Also manchmal verstehe ich es wirklich nicht, die Steuerung. Das meiste klappt ja soweit. Aber die Entfernung von den Sprüngen, ich verstehe manchmal nicht genau, warum er manchmal viel zu kurz springt und es dann im nächsten Versuch, obwohl ich genau das gleiche mache, schafft. Wer weiß. Ab nach unten. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Und flattern mal wieder ein bisschen Leichen. Eine Schriftrolle. Warum haben die Leichen eigentlich immer noch irgendwelche Waffen in sich stecken? Ich meine, wer bringt denn jemanden um und lässt seine Waffe in ihm stecken? Das finde ich total komisch. Dieser verdammte Beinbruch. Stefano und Michael, was auch immer, sind vorausgegangen, um Hilfe zu holen. Ich bin wirklich froh, dass wir uns zusammengetan haben, denn alleine zu arbeiten hat sich erst sehr schwierig herausgestellt. Warum jetzt eigentlich Stefan und nicht mehr Stefano? Na egal. Stefan besitzt einen Schattenstein, der ihm äußerst mächtige Fähigkeiten verliehen hat, doch ich fürchte, dass er ihn auch verändert. Er hat extreme Launen entwickelt, die er vorher nicht hatte, und er ergötzt sich über Gebühr an der Tötung dieser Kreaturen. Ich sollte mich nicht beschweren. Jetzt, wo er nicht mehr hier ist, fühle ich mich verwundbar. Er müsste bald zurück sein, hoffe ich. Er ist, glaube ich, nicht rechtzeitig wieder da gewesen. Bitte? Was war das denn? Sie natürlich. Ob sie sich auch ohne Flickflacks fortbewegen kann? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Okay, wir müssen wieder zwei Fokussteine finden. Na, das wird ja traumhaft. Das heißt, wir müssen hier draußen noch ein bisschen weiter rumklettern, oder wie darf ich das verstehen? Hier unten ist ja nichts, schätze ich mal so, ne? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann, keine Ahnung, ne, wir können ja gar nicht zurückgehen. Wir müssen hier drin uns umschauen. Kann ich hier irgendwas vielleicht mit meiner Lichtmagie machen? Nee. Ich weiß nicht, was es mit diesen leuchtenden Stellen auf sich hat. Sehr merkwürdig. Man sieht ja so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal die Kontraste höher stellen muss. Ah, hier geht ein Weg lang. Ah. Siehst du mal, es gibt zufällig einen Fokusstein für mich.
Nein, eine weitere Schriftrolle. Ihr mit euren Schriftrollen. Gremlin Guano. Klingt widerwärtig, doch diese Substanz war für die akkadianische Landwirtschaft äußerst wertvoll. Sie ist entzündbar und verbrennt langsam mit einer sehr heißen, bläulichen Flamme. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer guten Energiequelle und als solche wurde der Guano im ersten Zeitalter der mythischen Stadt allgemein genutzt. Zumindest bis er durch die noch mächtigeren dunklen Kristalle ersetzt wurde. Ja, verbrennen wir ein bisschen Kacke, das gibt's auch in anderen Kulturen. Dort, wo es nicht genug Holz als Brennmaterial gibt, meistens. Oh, bist du ein Gremlin? Du bist ja ein putziger kleiner Bastard. Ich sehe es schon kommen, die werden mir unglaublich auf den Sack gehen. Garantiert. Oh Gott. Man sieht sie überhaupt nicht in der Dunkelheit so richtig. Ah, nein. Man trifft sie auch nicht so richtig, habe ich das Gefühl, ne? Oha, das ging schnell. Das ging sehr schnell mit dem Sterben gerade. Oha. Na, das kann ja richtig schön werden. Gut, probieren wir das Ganze gleich nochmal aus. Nochmal der Gremlin-Guano-Beitrag. Jo, das kennen wir schon von gerade eben. Und vielleicht ziehe ich mich dann mal hier drüben hin zurück, wo ich ein bisschen mehr Platz und ein bisschen Licht zumindest habe. So, das überspringen wir mal ganz kurz. So, kommt mal mit, meine Freunde. Hier. Oh, das sind ja schon welche. Die erwarten mich. So. Wenn ich euch sehe, gefällt mir das doch schon viel besser. Jawohl. So muss das sein. Und dann geht es auch gleich ohne getroffen zu werden, ne? Gut, okay. Das sollte gehen, solange wir Licht haben, solange ich sehe, was ich tue. Hier vorne hat mir auch so ein bisschen die Perspektive. Na, so ein bisschen die Perspektive von der Kamera an. Nicht so ganz in die Karten gespielt, sag ich mal. Das war's mit dem nicht getroffen werden, aber macht auch gar nichts. Ich glaube, ich habe genug Energie gerade, um mein Leben noch ein bisschen wieder aufzuladen. Okay, jetzt sollten wir Ruhe haben. Eine der fehlenden Steinruhen in der Brücke ist schon mal gefunden. Sehr schön. Geht es hier weiter? Tatsächlich. Und du so? Ein Schattenmagiestein. Sauber. Haben wir nach langer Zeit mal wieder eine Sache gefunden. Das ist schön. Gut, die Frage ist, wo finde ich den zweiten Fokus? Den zweiten Magiestein für die Brücke. Gibt es da noch einen anderen Weg, der abzweigt? Vielleicht in diese Richtung? Oder nicht so ganz? Vielleicht setze ich erstmal den ein, den ich habe. Okay, da tut sich nämlich schon was. Aber ich glaube, das nützt mir noch nicht so viel, wa? Kann ich hier schon irgendwo hin, wo ich... Ja, kann ich! Siehste mal, ich dachte es mir schon fast. Irgendwie könnte einem das ja was nützen, wenn man den einen schon mal einsetzt. Okay. Kann ich alleine nicht aufbrechen, aber zum Glück gibt es ja eine hilfreiche Spinne, die sofort herkommt, um mir zu helfen. Oh, mit Gremlins. Na, das wird ja witzig. Oha. Na, das kann ja was werden. Das könnte ein bisschen unangenehm werden, glaube ich. Ich finde auch schön, was für eine Geräuschkulisse Gabriel von sich gibt die ganze Zeit. So, haben wir den schon mal beseitigt hier, den Gremlin. Das ist sehr gut. Möchtest du vielleicht mal irgendwo so hinkommen, dass ich dich sehen kann? Das wäre cool. Oh, schlecht. Ich muss sagen, auf den Flächenangriff vertraue ich nicht so gern. Der ist irgendwie nicht so... Der ist mir viel zu schwach irgendwie, habe ich das Gefühl.
Vor allen Dingen wirft es die Gegner halt auch nicht so richtig zurück. Also wenn er die Gegner wenigstens zurückwerfen würde, dann wäre das ja nicht das Problem. Oh, ich bin tot. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, dann wäre es gar nicht das Problem, wenn er die Gegner auch zurückwerfen würde. Aber da er das nicht wirklich effektiv tut, finde ich den Flächenangriff ziemlich shitty. So, dann sollten wir das Ganze vielleicht gleich nochmal probieren. Mann, Mann, Mann. Ich sterbe aber ziemlich oft in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, ne? Vielleicht sollten wir der Spinne dann gleich mal zu Beginn ein paar verpassen hier. Solange wir noch relativ allein sind. Allein und ungestört. Unter 10 Augen. Mit den Gremlins wird es dann doch recht unfein. So, verprügel die Säcke. Sie haben es verdient. Ah, unschön. So. Oh nein. Man kann auch vergiftet werden. Ist ja interessant. Die Entgiftungsphase ist jetzt aber auch nicht so gewaltig. Also ich glaube, solange man noch ein bisschen Licht... Hey, geht's noch? Solange man noch ein bisschen Lichtmagie übrig hat, sollte man, glaube ich, keine großen Sorgen... Alter, was geht denn ab hier? Ich sehe gerade überhaupt nicht mehr durch. Sollte man keine großen Sorgen vor der Vergiftung haben. Jetzt, endlich. Lass mich mal draufschwingen hier. Das war ja mühselig ohne Ende gerade. Was soll ich denn tun eigentlich mit dem Ding? Kann ich hier irgendwas einreißen oder? Nee. Leute? Doch, der Netzangriff. Aber das habe ich doch gerade getan. Naja, gut, egal. So, reißen wir doch mal die Tür aus den Angriff. Wunderschön. Sollte schon reichen, oder? Ich glaube schon. Dann verabschiede ich mich von dir, meine Kleine. Und wir heilen uns erstmal. Das ist eine gute Idee. Das finde ich sehr positiv, dass wir uns hier gleich heilen können. Und da haben wir auch die letzte Rune. Warum sind die Runen eigentlich immer in der Hand von irgendwelchen Leichen? Warum liegen die nie einfach nur so rum? Ihr kleinen Bastarde, verpisst euch! Das ist eigentlich ganz cool, wenn die hier alle durch dieses Loch kommen müssen. Das heißt, die kommen alle in einer Reihe und werden auf jeden Fall erwischt von meiner Attacke. Gar nicht so schlecht. Muss ich mir merken. Haben wir ja noch was zum Sammeln? Nein. Gut. Dann setzen wir mal den fehlenden Fokusstein noch ein. Runenstein, was auch immer. Und können uns endlich über die Brücke machen hier. Sehr gut. Ich würde gern wieder Tageslicht sehen. Mir gefällt es hier unten irgendwie nicht so sehr. Was müssen wir tun, um Tageslicht zu erhalten? Wir müssen klettern. Natürlich. Ist doch logisch. Mache ich aber gern. Es gibt Schlimmeres. Ich wollte gerade sagen, müsst ihr nicht weiterklettern? So, hüpfen wir mal auf die andere Seite. Und auf nach oben. Ich sehe schon wieder den Himmel, das ist schon mal sehr schön. Bisschen Magie aufladen. Wunderbar. Und auf zum nächsten Kampf, so wie es aussieht, hä? Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Da kommt einiges auf mich zu. Hier könnte der Flächenangriff vielleicht sogar mal ziemlich nützlich werden. Oh shit. Alter, lass mich doch erstmal ein bisschen agieren hier. Wir sind so viele. Ich komme ja gar nicht zur Rande gegen die gerade. Meine Güte, sind das viele. Oh. Oh.
Was zum heiligen Henker bist du denn? Did you see the power that resides within those crystals? The crystals can be really useful in combat. You can find crystal shards scattered all over the place. I often go in search of them. How can I hear your voice? I'm not moving my lips. I have the gift. I can also read minds. Who are you? My name is Claudia, and he is my protector. He looks after me. In return, I catch evil souls so that he can absorb their energy. Without it, he will stop working. But there's something different about you. You seem good somehow, so we won't kill you. I'm relieved to hear it. It's okay. Let me read your thoughts. No! What is it? What's wrong? You are here to kill the Lords of Shadow and take their power. You mean to save us all and bring the one you love back. I am not afraid. We are coming with you. You won't make it on your own. No, Claudia. I must do this alone. I know the way. You don't. You need me. You need him. Very well. Okay. So lasse ich mir das gefallen, wenn der auf meiner Seite ist. Das dunkle Verlies ist damit abgeschlossen. Mich würde trotzdem mal interessieren, was macht Claudia hier eigentlich? Warum kriecht sie denn hier mit rum in der Dunkelheit? Wer weiß, wir werden auf jeden Fall kurz mal hier noch den Flächengegenschlag uns kaufen. Auch wenn ich den wahrscheinlich nicht großartig einsetzen werde, weil ich nicht allzu sehr aufs Blocken setze. Ich will vor allem dann auch die Direkt-Heftig-Kombo nochmal upgraden. Denn das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass ich da noch einen starken Angriff vom Boden aus habe, der auch nicht so lange dauert. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, und dann schauen wir doch mal, ich weiß nicht, mit Claudia, ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass hier einfach mal so eine Frau rumläuft, mitten im Reich des Bösen. Und sie flickflackt sich durch die Gegend und redet nicht mit uns und spielt Verstecken. Und dann schleppt sie auf einmal einen riesigen Metallgolem an. Warum auch nicht, ne? So, das drittletzte Level für dieses Kapitel. Eingang des Heiligtums. Ich weiß gar nicht, was genau jetzt unser konkretes Ziel in diesem Kapitel ist, muss ich zugeben. Ich schätze aber mal, dass das Heiligtum unser Ziel irgendwie mit sein wird. Schauen wir doch mal, was wir dort machen müssen und inwiefern Claudia uns jetzt helfen kann.